Guten Morgen, herzlich willkommen im Küchenchaos in Ungarn. Hier ist schon die Baustelle losgegangen und Livia und ich füttern jetzt erstmal den Smurfy. So. Haben wir mal so einen Becher, ne? Ja, das mit dem Bathshop hat ja leider überhaupt gar nicht geklappt. Warte mal, lass mal los kurz. Wir wollten ja nach Österreich fahren und schön Bath holen für den Smurfy. Du gibst das dem Smurfy, ne? Aber die haben sich gar nicht gemeldet. Einfach nicht gemeldet. Obwohl wir bestellt haben, wir hätten da ganz viel eingekauft. Ja, wenn die kein Geld verdienen wollen, ne? Und jetzt, wo Smurfy kastriert ist, frisst er auch wieder alles. Von daher, ja, wir räumen jetzt mal hier die Küche auf, Livia und ich. Und das Wetter ist so, der Bernd ist schon draußen. Die machen für die Einfahrt, für das Tor, betonieren die da das Loch. Gib mal das Glas. Muss ich dich hochheben? Das zeige ich euch nachher. Ich heb dich hoch, halt gut fest mit beiden Händen. Da reinstellen das Glas. Ja. Dankeschön. Dann hol das nächste. Ja, damit wir Anfang Mai unser Tor endlich bekommen, da freue ich mich schon richtig drauf, wenn das endlich fertig ist und unser Grundstück komplett zu ist, da kann der Smurfy überall laufen. Wenn die Kinder auf der Einfahrt spielen, muss man sich keine Gedanken machen, dass sie aus Versehen aus der Einfahrt rausrollen auf die Straße. Ist ja hier so Landstraße, die fahren hier schon 70 oder so. Falls ihr mich auf Instagram vermisst, also falls ihr mir auf Instagram folgt und seht, dass ich seit Tagen keine Story hochgeladen habe. Das liegt daran, dass ich einen neuen Instagram-Account habe. Und zwar Mama. Die Michaela Fit heiße ich jetzt. Weil ich so fit bin. Nein, weil ich Menschen helfen möchte, Bewegung in den Alltag zu integrieren, gesunde Ernährung in den Alltag zu integrieren. Und ich fühlte mich einfach, ich muss einen neuen Instagram-Account machen. Einfach was Neues, was Frisches. Und deswegen habe ich nochmal bei Null angefangen. Und ganz viele sind schon da und ja, lassen sich inspirieren und berieseln. Und da nehme ich euch auch mit, wenn wir reisen. Natürlich zeige ich euch, wo wir sind, was wir so machen. Ja, genau. Das sind Piekser für Maiskolben, Livia. Piekser für Maiskolben. Die kann man am Ende reinmachen und dann kann man die hab essen, die Maiskolben. Zwei. An jeder Seite einen, ne? Ich weiß noch, als wir in Mahmudla auf dem Wochenmarkt waren und Maiskolben vom Grill auf der Hand gegessen haben für, weiß ich nicht mehr, 50 Cent einer oder so. Das machen wir wieder, ne? 25 Cent. Das war toll. Ja, räumst du die beiden noch ein hier, dann kann ich weiter die Spülmaschine aufräumen. Könntest du jetzt schön bauen, ne? Möchtest du Regensachen anziehen und im Regen spielen? So, Wetter habt ihr gesehen, ne? Heute sind wir hier drin und tut auch mal ganz gut, hat Bernd schon gesagt, wenn man nicht draußen am Werkeln ist, so ein bisschen entspannt. Jo, ganz in Ruhe. Wir haben letztes Jahr in Ungarn Walnüsse gesammelt. Hier bei uns auf dem Grundstück haben wir einen großen Walnussbaum. Die Kiste war voll. Haben wir alles schon gefuttert und ich wollte es jetzt umfüllen in so einen Korb und dann reinholen. Und dieses Jahr müssen wir auf jeden Fall zwei Kisten sammeln, weil wir brauchen wirklich viele Walnüsse. Die sind super, super lecker, die ungarischen. Die sind roh, weil die sind ja halt gar nicht behandelt. Und die schmecken tatsächlich anders als gekaufte. Die sehen zwar nicht so schön aus. Wenn ihr guckt, die haben so unschöne Stellen. Aber wenn ihr irgendwo ungarische Walnüsse bekommen könnt, oder ich weiß nicht, ob die überall in Ungarn so gut schmecken, aber unsere schmecken gut. Ja, ich könnte es schütten, ich weiß, aber hier sind noch ein paar Maronen mit drin. Und deswegen muss ich das hier selektieren. Die kann ich ja hier reinmachen.
Wasser holen. Wir haben ja immer diese Spritzflaschen. Das kennen vielleicht nicht viele. Da drückt man hier drauf. Und dann kommt nochmal Wasser raus. Die Flasche ist jetzt halt alle. Und das wird immer vom Wassermann geliefert. Hier alle 2 Wochen stellen wir die an die Straße, die leeren Kästen mit Geld. Wie der Milchmann früher. Und dann bringt er uns das Mineralwasser. Richtig cool. Und das ist so schön mit diesen Dingern. In Ungarn könnt ihr die auch manchmal auf dem Markt kaufen. Dann kostet das 5 Euro oder so. Für kohlensäurehaltige Getränke. Aber nichts spritzt so gut wie diese Flaschen, haben wir in Erfahrung gebracht, sagt unsere Erfahrung. Komm, Smurfy, komm raus. Was möchtest du? Was hast du gehört? Jetzt ist gerade eine trockene Phase. Wir wollen jetzt gleich ein bisschen raus und die trockene Phase nutzen. Musst du eine neue machen. Hier stehen die Nüsse nun provisorisch. Wir haben echt nicht mehr viele Nüsse. Oh oh. Musst du mal gucken. Die haben jetzt nicht so, sag ich mal, besonders wie Selen oder so ein Paranüsse, aber... Musst du selber gucken, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Walnüsse, Leinsamen sehr viel Omega-3 haben, Paranüsse sehr viel Selen, dass ungefähr eine am Tag den Selenbedarf deckt, sowas weiß ich. Aber was jetzt Erdnüsse und Pistazien haben, müsste ich selber gucken. Mach ich. Mehr steht da nicht. Ah, okay. Ah, super. Ja, man soll ja immer darauf achten, dass man ein gutes Omega-3-zu-6-Verhältnis hat. Außerdem stecken diese Nüsse in Eiweiß, Protein und Calcium. 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 Bei der Blutbildung, den Nervennahrung, pushen das Immunsystem, stimmen relativ schnell. Gegessen oder ungegessen? Stärken Knochen. Ja, wegen dem Calcium wahrscheinlich. Eine gute CO2-Bilanz. Gut für Herz-Kreislauf. Ja, ist doch schön. Liefert ungesättigte Fettsäuren. Omega-3, ja. Es ist so kalt. Ungemütlich. Ich ziehe mir auch eine Jacke an. Was machen wir im Sandkasten, Livia? Nee. Essen wir Sand? Das ist das Schlimme. Nein. Das ist alles nass, ja. Gut, dass wir das imprägniert und gestrichen haben. Alles nass, aber das Schöne ist an dem Regen, alles ist gegossen, ne? Kräuter, Blumen, Bäume, alles. Ultra sexy Hexi. Mama. Ja. Ich meine Jacke wieder zu, ohne Probleme. Die hat so gespannt, als wir aus Griechenland wieder gekommen sind. Voll cool. Mit Jacke drunter, Livia. Und die ist so locker. Wuhu! Hier so rauscht, ist unser Luftentsafter, wie heißt das denn? Raumentfeuchter. Weil hier ist das Badezimmer und wir lüften zwar, aber trotzdem ist immer die Luftfeuchtigkeit dann ein bisschen höher. Und ja, schadet ja nicht, deswegen lassen wir ihn einfach laufen. Gut, ich wollte mich abschminken und einige hatten schon mal gefragt wegen meiner Hexenküche, ob es Neuigkeiten gibt. Ich bin jetzt seit ein paar Wochen dabei, habe einige Sachen ausprobiert. Zum Beispiel habe ich herausgefunden, dass Olivenöl für mich, fürs Gesicht nicht gut funktioniert. Ich mache euch mal sauber. Ich kriege dann so trockene, schuppige Haut. Das funktioniert nicht. Ich habe mir jetzt die Haare, seitdem wir in Ungarn sind, mit Roggenmehl gewaschen und mit einer sauren Rinse.
Und jetzt, wenn wir mit dem Wohnwagen losfahren nächste Woche, habe ich Haarseifen mir besorgt. Die habe ich schon mal benutzt von Alverde. Die gibt es bei DM. Und habe jetzt einmal schon gestern damit gewaschen. Und ich kann da sagen, dass die Haare mit dieser Shampoo-Seife von Alverde sehr einfacher zu kämmen sind als mit Roggenmehl. Genau, ich habe mir etwas bestellt. Das zeige ich euch demnächst. Das ist einfach Olivenöl. Habe ich mir in so eine Pumpflasche gefüllt. Damit schminke ich mich ab. Damit kann man die Haare wesentlich einfacher durchkämmen. Das ist was Natürliches. Das ist auch irgend so ein Öl, was aber nicht fettet. Aber wie auch immer, erzähle ich euch dann, wenn es da ist, wenn ich es getestet habe. Ja, ich nehme jetzt Olivenöl zum Abschminken. Sonst in Griechenland haben wir uns ja, was weiß ich, 5 Liter griechisches Olivenöl geholt oder mehr. Keine Ahnung, 4 mal 1,5 Liter. Für 7,50 Euro für 1,5 Liter. Also ist jetzt nicht teuer gewesen, aber es war halt so lecker. Aber jetzt essen wir ja kein raffiniertes Öl mehr. Und jetzt habe ich für den Rest meines Lebens Olivenöl zum Abschminken. Das funktioniert ganz gut. Wir nehmen auch eine Flasche mit, wenn wir mal nach Deutschland fahren, und haben auch hier schon was abgegeben. Aber ja, ich benutze es halt zum Abschminken, das funktioniert. So, dann nehme ich weiter meine Kakaobutter, die jetzt bald Ende ist. 100 Gramm, nicht Kakao, Shea-Butter, reine Shea-Butter, so geil. So geil. Riecht ein bisschen wie Kakaobutter. Ist nicht jedermanns Sache. Mich persönlich stört es gar nicht, wenn ich damit eingecremt bin. Das riecht halt dann nach gar nichts mehr. Ne? Aber es ist halt wirklich ganz unraffinierte 100% Shea-Butter. Die zieht ein. Das hat keinen fettigen Film auf der Haut, was man jetzt zum Beispiel bei Kokosöl oder so hat, was ja nicht so einzieht. Aber Shea-Butter nehme ich als Tagescreme. Nämlich für meinen Körper. Alle 2-3 Tage creme ich mich damit ein, weil ich habe an den Waden zum Beispiel und an den Füßen super trockene Haut, richtig rissig wird das an den Füßen, so Schrunden heißt es, glaube ich, und an den Waden so schuppig, so ekelig. Also ich konnte mich nie irgendwie spontan das Hosenbein hochmachen oder so, selbst wenn ich mich eingecremt habe mit irgendeiner Bodylotion. Nach 1-2 Stunden, ja, ich weiß nicht, aber gefühlt nach 1-2 Stunden, es hat nicht lange angehalten, kamen diese ätzenden Schuppen wieder. Und das war mir so peinlich, vor allem im Sommer immer. Und jetzt benutze ich, wie gesagt, 2-3 Tage, mein Gott, ist schon spät, Shea-Butter. Und das ist weg. Man sieht noch sogar auf meiner Haut, sieht man noch diese so Risse. Ich werde es euch mit der Kamera nicht zeigen können, ne? Aber ich versuche es mal. Guck mal, ich habe mich gestern eingecremt mit Shea-Butter. Und seht ihr, dass da immer noch so wie so ein so hell-dunkel so ein Muster ist? Aber es ist halt nicht mehr schuppig. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen konntet, aber ich sehe es und ich fühle das vor allem. Genau, also Shea-Butter nehme ich auf jeden Fall weiter und muss ich mir Nachschub holen. Was haben wir noch? Ich habe Rizinusöl für die Nacht. Ich reinige halt gleich mein Gesicht mit Seife von Alverde, ganz einfache Seife. Und dann nehme ich Rizinusöl fürs Gesicht. Das ist sehr, sehr ölig. Deswegen hat Livia manchmal auch so fettige Haare, weil sie halt nachts, wenn sie an mein Gesicht kommt, hat sie halt Rizinusöl in den Haaren. Das Rizinusöl ist halt antibakteriell und weiß ich, es ist halt sehr gut, wenn du Pickel hast, und ich tendiere ja immer zu unreiner Haut. Jetzt kriege ich bald meine Tage und dann habe ich hier einen zarten Pickel. Sonst, wenn ich Pickel habe von meinen Tagen, kriege ich richtige Oschis. Hatte ich halt vor 4 Wochen, wenn ihr die Vlogs von vor 4 Wochen anguckt, dann seht ihr das. Also ich meine mir einzubilden, dass es hilft, aber ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich nehme es jeden Abend, fast jeden Abend. Ich habe mir eine Deo-Creme selber gemacht. Das ist ein einfaches Rezept von Smarticula im Internet. Das könnt ihr nachmachen. Das ist richtig geil. Es riecht nach nichts. Außer ein bisschen nach Kokosöl. Und irgendeinen Duft habe ich da dran gemacht. Ich glaube, Himbeere, ganz, ganz dezent. Ne? Aber man stinkt gar nicht. Das ist super ergiebig. Es ist nur so Kokosöl und Natron und sowas. Also super simples Rezept und super
ergiebig und mein absoluter, neben der Shea Butter absoluter Favorit, ist die Zahncreme, die ich selber mache. Ist von Is Happy, ein Rezept mit Xylit und Kokoszucker. Livia liebt die total, Bernd nimmt die auch. Und das ist schon das dritte Mal, dass ich die nachgemacht habe, deswegen habe ich eine große gemacht. Und ja, die Zahncreme ist wirklich gut. Ja, ich weiß, man kann auch zum Beispiel eine Body Butter machen, wo man so Shea Butter aufschlägt mit noch einer anderen Öl. Das ist super schön, sieht toll aus, man kann das färben und so. Aber für mich soll diese Naturkosmetik einfach sein. Ich habe keine Lust im Moment und keine Zeit im Moment, dass jetzt halt, ja, dass ich gucke, dass ich die so aufschlage und so, die Butter. Mir reicht das so. Ich nehme einfach diese Shea Butter pur, die kann ich mich am ganzen Körper einölen. Ich kann mir das Gesicht eincremen damit. Eincremen ist es ja nicht ölen. Und das finde ich cool. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich ja Fußpelz, Nagelpelz Opfer bin. Wisst ihr, seit Jahren. In der Schwangerschaft von Livia wurde ich heimgesucht von dem heimtückischen Nagelpilz. Es ist nicht Fußpilz, es ist Nagelpilz. Es sieht fürchterlich aus. Ich würde es euch so gerne zeigen, aber das ist selbst mir zu peinlich. Ne? Die Geburt, da habe ich euch mitgenommen, aber das ist mir zu peinlich. Noch vielleicht irgendwann. Ich habe Fotos gemacht, falls ich es mal zeigen möchte. Jedenfalls, ich habe immer das genommen und an einem dicken Onkel ist es ja schon sehr, sehr gut rausgewachsen, weiterhin auch auf der Überholspule. Es ist bald weg an einem Zehennagel, ne? Unglaublich. Ich feiere diesen Zehennagel so sehr. Ich freue mich so sehr. Ich nehme es weiter. Ich habe mir schon einen neuen geholt. Aber ich mache mir jeden Abend Rizinusöl auf die befallenen Zehennageln. Es sind jetzt 3 Stück. Also einer ist fast fertig und 2 sind noch. Und was habe ich gesehen? Ich habe so vor ein paar Tagen, vorgestern, habe ich mir Nagellack abgemacht. Ich habe immer Nagellack drauf, weil ich das so hässlich finde. Habe ich abgemacht und ich sehe die anderen beiden hinten, das wächst raus. Ich habe mir ja einen in der Türkei mehrfach hochgeklappt, den habe ich ja verloren. Der ist jetzt so ein bisschen ist jetzt nachgewachsen. Und das war tatsächlich Fußpilz, Nagelpilzmäßig. Aber es ist jetzt, das, was nachwächst, ist sauber. Also normaler Fußnagel. Und Leute, ich hatte letztes Jahr im Sommer einen eingewachsenen Zehennagel, wisst ihr noch, wo ich gedacht habe, ich muss zur Operation und lasern. Der war, wenn du von vorne geguckt hast, der Nagel so. Das ist der, der fast rausgewachsen ist. Der war so hoch, so verformt, deformiert, dieser Zehennagel. Das war wirklich nicht normal. Der wächst flach, normal wieder nach. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Der, wie ein Dreieck, so spitz kam der rausgewachsen. Ich konnte keine Schuhe anziehen. Das tat so dermaßen weh. Der wächst flach wieder nach. Und der hat jetzt vorne noch so 2 mm. Und dann ist der... Oh. Alle, die damit zu kämpfen haben, wissen, wovon ich rede. Eingewachsenen Fußnagel. Oh mein Gott. Fußnagelpilz. Schrecklich. Naja. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich mache jetzt hier weiter im Badezimmer. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis morgen in alter Frische. Tschüss. Achso, wenn ihr Tipps habt, schreibt mir die auch in die Kommentare. Tschüss.